Oh mein Gott. Mein Gott, was für ein Ende, oder? So kann man doch nicht enden, das ist ja eine Katastrophe. Ich wollte noch so viel Positives erwähnen. Ich wollte noch den Menschen Mut machen, auch zu Hause. Und sagen, Leute, stellt euch dem Hass entgegen, macht nicht mit bei dem ganzen Scheiß. Gerade im Stau, wenn man so einen Idioten hinter sich hat, 10 Kilometer Stau und der hupt schon die ganze Zeit und man fragt sich, wo will er hin? Wo will er hin? Dann da ruhig bleiben und einfach hingehen und den Mann umarmen. Und einfach sagen, alter Mann, das große Auto, der kleine Penis, das ist nicht so schlimm. Einfach positiv bleiben. Und dann ist mir am Schluss eins aufgefallen, was das größte Elend unserer Zeit ist. Das ist nicht die Hoffnungslosigkeit, das ist nicht die Demokratiefeindlichkeit, das ist nicht der Hass. Unser größtes Problem unserer Zeit ist die Gewöhnung, weil sich der Mensch am Ende an alles gewöhnt. Und deshalb zum Schluss, ich will mich nicht gewöhnen. Ich will mich nicht gewöhnen an die sogenannte Normalität, zu der alle so schnell wie möglich zurück wollen. Echt jetzt, diese Normalität ist es doch, die uns jetzt vor die Füße fällt. Die Zustände in den Schlachthöfen, wo Mensch und Tier ausgebeutet werden. Die Zustände im Bildungssystem und in der Pflege, wo alle seit Jahren am Rande des Zusammenbruchs arbeiten. Ich will mich nicht gewöhnen, dass das Recht des Stärkeren gilt. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn das Argument, das schafft Arbeitsplätze, jede Schweinerei auf Erden rechtfertigt. Ich will mich nicht daran gewöhnen, dass die Würde des Menschen antastbar ist. Denn die Würde des Menschen steht täglich bei der Tafel an, um unsere Reste zu essen. Ich will mich nicht daran gewöhnen, dass eine rassistische, nationalistische Partei im Deutschen Bundestag sitzt, zweistellig. Und wenn diese Partei mit dem Slogan wirft, Deutschland aber normal. Hass, Ausgrenzung, Sexismus, Verachtung von Besitzlosen waren und werden hoffentlich nie normal. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der man tatsächlich glaubt, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Wir leben in einer Zeit, in der sich die rechtfertigen müssen, die Menschen im Mittelmeer retten und die als normal gelten, die sie ertrinken lassen. Und ich frage mich am Ende, was wird man über uns sagen in 20, 30 Jahren? Was wird unser Erbe sein? Werden wir die sein, die zugeschaut haben? Werden wir die gewesen sein, die einfach weitergemacht haben, weil es so bequem war? Was wollen wir unseren Enkeln erzählen? Dass es halt so geil war, mit 180 über die Autobahn zu brettern, dass es halt solchen Spaß gemacht hat, mehrmals im Jahr in Urlaub zu fliegen. Wenn wir es nicht gemacht hatten, dann hätten es andere gemacht. Wer kann es uns verdenken? Der Grill war halt näher als die Zukunft. Und ganz ehrlich, natürlich wussten wir, dass das Raubbau ist an der Natur. Jetzt spielt euch mal nicht so auf mit eurem bisschen Hautkrebs und den Kriegen um Lebensmittel und Wasser. Hätten wir dem allem entsagen sollen? Ja, wie denn? Es war doch alles da. Und auf den meisten Dingen, da klebt da auch noch ein Siegel drauf. Fair, unbedenklich, bio, sauber. Ja klar haben wir gewusst, dass das alles irgendwie nicht stimmen kann. Aber wer hätte denn gedacht, dass wir Verantwortung tragen für das, was mal sein wird? Natürlich haben uns das Kabarettisten grüne linke Spinner auf der Bühne gesagt, aber der war ja auch mit dem SUV da. Leute, am Ende gibt es auf all die großen Fragen unserer Zeit nur eine ganz kleine Antwort und die heißt wir. Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt. Ich danke euch, gute Nacht.